Servus und moin moin, willkommen zurück. Wir sind jetzt im Abschnitt 5 von Kapitel 2 bei Castle of Heart, exklusiv für die Switch. Und ja, wir gehen direkt rein ins Eingemachte. Ich behaupte mal, dass wir jetzt endlich dieses Reptil finden, was uns etwas sagen kann. Beziehungsweise genauso alt ist wie der Zauber und auch etwas erzählen kann. Hier sieht man schon im Hintergrund. Reptilienstimmung. Los geht's. Grünes Fass bedeutet nichts Gutes. Oh. So. So, tot. Ich behalte ein paar Bomben jetzt mal übrig, damit wir vielleicht beim Boss ja ein paar davon benutzen können. Die blauen Dinger sind eigentlich schon sehr cool, wenn man die einsammeln würde. Da oben müssen wir irgendwie erledigen. Okay, dann machen wir so vielleicht. Sehr gut. Checkpoint. Okay. Oh nein! Das war ja auch ein bisschen blöde. Das war gar nicht so blöde von mir. Wie gesagt, man muss halt wirklich nicht alle. Töten. Hier. Denn man kommt ja auch ganz gut so durch. Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, es ähnelt so ein bisschen Dark Souls. Da muss ich euch recht geben. Tut's in der Tat. Also vom Schwierigkeitsgrad her ist es noch nicht ganz so hardcore wie Dark Souls. Aber. Ähnelt ein bisschen, hat ein bisschen dieses. Allerdings sind natürlich die Gegnermassen alle ein bisschen ähnlich, ne? Das ist ein bisschen langweilig. Trotzdem hat es einen gewissen Grad von. Ach, wie soll man sagen? Es ist so ein bisschen. Wie als wenn man. Also, ein Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall da, aber es fordert einen schon so ein bisschen. Die Geschichte geht so ein bisschen im Hintergrund, weil man irgendwie nur das Gefühl hat, ich will das eigentlich nur schaffen. Oh nein, die Boss-Bombe. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Also leben, leben, leben. Oh, nochmal. Das war zu viel riskiert. Oh Mann, das war jetzt blöde. Ah, aufgeben. Aber gar nicht mal probieren. Ich wollte eigentlich oben darauf, um den oberen erstmal zu killen. Schon mal.
Schau einer, guck. Oh, den ersten Diamant. So, da oben ist noch eine Wasserbombe, die holen wir uns auf. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Fliegt da? Nehmen wir mit. Ist ein bisschen dumm, dass immer durch das Feuer laufen irgendwie, ne? Aber wird das recht sein. Mir soll es doch recht sein. Was? Yes! Checkpoint! Ey, das war ja clever gemacht von mir. Oder? Das war keine Absicht, aber... Perfekt! Besser kann es doch gar nicht laufen. Also wirklich nicht. Oh. Oh, oh. Ah nein. Oh, Alter, das war ja wieder mal ein glückliches Gefüge, dass das Ding da stand. Ein Sting hier. Super. Das lief gerade richtig gut. Eieiei. Wow, ich bin selbst ein bisschen überrascht über mich, dass es jetzt alles so gut lief. Oh, noch einen Schuss. Oh. So. Das Ding kann ich mitnehmen, das bringt nichts mehr, ne? Da ist kein Schuss mehr. Aber egal, werfen ist allemal gut. Zurück. Okay, das ist eine Truhe. Die machen wir mal auf. Ist schon Lebensdinger bestimmt. Naja, vielleicht auch nicht, aber Bomben auf jeden Fall. Oh.
Oh nein! Ich dachte mir schon, dass irgendwas Fieses da hinten lauert. Das ist aber so fieses, hätte ich das nicht gedacht. So, die killen wir einfach mal gar nicht. Wozu? Macht ja keinen Sinn. Ja, ich mach's trotzdem auf, weil die können wir gut gebrauchen, die Sachen. Alter Schwede. Okay, man muss die ganzen Leute killen. Scheiße. Nein! Ich wusste, was da kommt. So, wir müssen mal trotzdem. Hol ich mir die Sachen schneller nochmal. Mann, Mann, Mann. Naja, immerhin. Los, gib mir Leben, gib mir Leben, gib mir Leben. Noch mehr Leute? Ah, stimmt. Eieiei, auch nicht schlecht. So. Nein! Boah! Eieiei, lieber. Mein Gott, ich verschläge schon fast die Sprache hier. So. Mann. Du, diese scheiß Kackviecher. So, die können wir viel besser gebrauchen als du. Renne! Renne! So. Okay, 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 okay. Ging auch gut. Also die Sprungeinlagen habe ich langsam so ein bisschen drauf, glaube ich. Oh, darf ich nicht zu früh sagen. Vielleicht wieder so eine fiese Sprungeinlage. Nee, perfekt.
Axt mit. Das nächste Gitter öffnen. Und das geht bergab. Oh, wie euch. Also wir rutschen hier rum, ne? Machen wir gar nicht. Hier ist auch schon der nächste Schrein. Oh. Achso, okay. Einigermaßen hinbekommen. Scheiße, ich hätte die Flüssigkeit nicht treffen sollen. Da hoch komme ich leider auch nicht mehr, ne? Ja. Ah, es ist doch auch gemein. Wie soll man denn da überhaupt hüpfen können, wenn es so niedrige Decken gibt? Achso. War echt schwer. Zu viele Gegner, aber ich habe auch nicht mehr so viele Bomben. Ich kann auch nicht alle meine Bomben verbrauchen. Aber eben das stoppt mich hier. Ja, fast, fast, fast. Okay, von hinten muss man die abkillen. Kann einfach so sein. Er springt auch echt träge, der gute Mann. Also, ich will ihn anders lösen. Nein, das ist nichts. Wollen, dass man die ganzen Sachen schon vorher verdreht, damit man beim Boss nicht keine so coolen Sachen mehr hat. Na gut. Heieiei, ist das das Reptil? Das ist gar nicht mal so klein. Wer seid ihr? Niemand kommt hierher. Seid ihr? Ah ne, der macht das, das ist eine Schlange. Der ist seit langem. Man sagt, ihr seid die älteste Kreatur auf der Welt. Nur ihr könnt wissen, wie man den Zauberer besiegt. Das ist wahr. Doch hat man Wissen einen Preis. Ihr wisst, bin ich seit Ewigkeiten gefangen. Lasst mich frei und ich verrate euch sein Geheimnis. Das war dumm. Endlich frei. Der Zauber kann nur mit seinen eigenen Kräften besiegt werden.
Sagt mir, wie ich diese Kräfte halten kann. Sorgt euch darum nicht, schließlich werdet ihr mein erstes Opfer seit vielen, vielen Jahren, wie ich die Freuden eines Todesstoßes vermisst habe. Bereitet ihr euren Tod vor, Reptil. Haha, ihr Narr, ihr besitzt dieselbe Element wie der Zauber. Ihr könnt uns nicht besiegen. Blödes Viech. Das bringt gar nichts. Oh. Verdammt, Axt. Okay, das dauert ja ewig. Kriege ich nicht irgendwie Leben bekommen hier irgendwo? Anscheinend nicht. Okay, wir müssen uns die Taktik überlegen, wie wir das Viech killen können. Alter. Muss er außen ausweichen, ne? Aber irgendwie. Okay, das macht ja gar keinen Sinn. Ich muss doch weg. Oh, der geht mir so auf den Sack. So, zweiter Kopf. Jetzt haben wir so viel Energie, jetzt müssen wir es eigentlich schaffen. Das kann ja nicht wahr sein. Ach Mann, ich hasse den Laden, die Scheiße hier. Ach, fick mich. Ach Mann. Ja! Du beschissene Schlange! Du beschissene Schlange! Wenn ich euch besiegen kann, kann ich auf den Zauberer schlagen. Ich muss weiter zum Schloss. Super. Ja, okay. Damit schließt Kapitel 2 und wir gehen weiter zu Kapitel 3. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.